Urlaub auf dem Hausboot. Der Trend in diesem Jahr. Die Wartelisten für ein Boot sind lang. Familie Singer hat bereits vor 1,5 Jahren gebucht und testet nun erstmalig Ferien auf dem Wasser. Gleich gehen sie an Bord. Ich bin nervös, ob alles so funktioniert, wie das zu bedienen ist. Henning und Regina Bosso wollen ihren Ruhestand auf dem Wasser verbringen. Damit das finanziell klappt, vermieten sie bis dahin ihr Luxushausboot. Die nächsten 3 Monate ist jeden Monat vielleicht 1 oder 2 Tage nicht vermietet. Jan Ebel geht noch einen Schritt weiter. Mit Partnerin Jasmina und Sohn Noah lebt er das ganze Jahr über auf dem Wasser. Hier sind andere Probleme essentieller, weil wir haben einfach nicht mehr Platz. Der Hype ums Hausboot sorgt für Stress bei den Herstellern. Tobias Zimmermann hat sich vor 2 Jahren als Bootsbauer selbstständig gemacht und kann sich vor Aufträgen nicht retten. Wenn einer ausfällt, dann wird es schon eng, dann wird es schwierig. Also wir sind da wirklich jetzt absolut am Limit. Ein Hausbootverleih in Brandenburg. Familie Singer ist aus Hochheim bei Mainz angereist. Vater Thomas, Mutter Nicola und die Kinder Mathis, Marlin und Annelie. 2 Wochen wollen sie auf der Havel Urlaub machen. Eine Premiere. Ich bin nervös, ob alles so funktioniert, wie das zu bedienen ist. Die ganze Einweisung, die ja jetzt kommen soll, da habe ich ein bisschen Respekt vor, aber mal schauen. Wir haben vor 2 Jahren zum ersten Mal mit dem Wohnmobil Urlaub gemacht und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, das können wir auch mal auf dem Wasser machen. Und da sind wir sehr gespannt, wie es jetzt dann so funktioniert auf dem kleinen Raum. Bereits vor 1,5 Jahren haben sie gebucht. So sehr boomt das Geschäft. Nach dem Hinterlegen der Kaution gibt es noch eine letzte Hürde vor dem Sprung ins kalte Wasser. Wir müssen noch den Charterschein machen, da wir beide keinen Sportbootführerschein haben. Gibt es jetzt hier so einen kleinen Test, ob wir das auch können. Wir haben so ein paar Unterlagen vorher bekommen zum Lernen. Das war jetzt nicht so ganz furchtbar viel, aber wir wissen nicht so genau, wie genau das alles tatsächlich abgefragt wird, was da drin stand. Ihr Bunbo, eine Abkürzung für Bungalowboot, dürfen Sie aber vorher schon beziehen. Die Singers fahren nicht allein über die Havel. Auch die befreundete Familie Kempter hat sich ein Boot gemietet. Anja, Martin und Sohn Silas. Warum haben eigentlich die das Zimmer? Wir, weil du deine Ruhe haben willst. Da hinten ist dein Hof. Das Zimmer ist ja aber wirklich ziemlich frei. Die Betten müssen noch bezogen werden. Ja, das kriegen wir hin. Die kleine Küche reichen, Marlin, oder? Ja. Erster Eindruck, super, schön sauber. Und ich denke, hier kann man gut schlafen. Das sieht so aus, als wird es 2 Wochen gut. Ja, ich bin auch zufrieden. Ich habe das größte Bett, weil ich allein schlafe. Das Hausboot ist überraschend groß. Es gibt 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und eine Wohnküche mit Gaskühlschrank, 2 Gasbrennern und einer Schlafcouch. Das alles für 1.400 € pro Woche. Das Boot hat 27 Quadratmeter Wohnfläche und eine 14 Quadratmeter große Terrasse. Ein Mitarbeiter des Verleihers übernimmt die Einweisung für das 12 Meter lange und 4,65 Meter breite Urlaubsdomizil. Wir gehen jetzt auf Toilette. Bei der Benutzung gibt es einiges zu beachten. Das sind die 2 Sachen, wo du dir wirklich Gedanken machen musst. In die Toilette nicht zu viel Papier rein. Gedanken musst du machen, dass du nie aufläufst irgendwo. Der Betreiber nimmt auch die Prüfung für den Charterschein ab. Das ist ein Bootsführerschein auf Zeit, bestehend aus einem Fragebogen und einer 3-stündigen Einweisung. Den praktischen Teil erledigt Mama Nicola auf dem baugleichen Boot der Freunde. Und auf geht's. So. So. Jetzt Knopf reindrücken und einen Gang einlegen. Gut, halt. Das reicht? Ich habe ja gesagt, Gang einlegen, noch kein Gas okay. geben. Und dann kannst du schön langsam erstmal Gas geben. Und jetzt guckst du mal vorne geradeaus und lenkst mal ein bisschen. Das ist sehr spannend hier. Das reagiert viel, viel langsamer als so ein Auto. So, jetzt ein kleines Stück zurück. Genau, und ich denke mir, ich bin schon gerade und dann ist es aber noch lange nicht da, wo ich hin will. Weil du immer Schwung hast. Du musst immer rechtzeitig anfangen zu lenken. Wir lassen niemanden aus Wasser, bevor er nie so einigermaßen fahren kann. Jetzt, gut,
Zurück, neutral. Na, neutral, neutral. Besonders knifflig, das Einparken oder Anlanden, wie der Seebär sagt. Am Steg wartet der Rest der Familie auf die frisch gebackene Kapitänin. Ich finde es gut, dass meine Frau jetzt mal die Steuer in der Hand hat. Gefällt mir gut. Wie auch sonst immer. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe es auch. Die mussten ja einen Fragebogen ausfüllen. Jetzt kontrolliere ich, ob die Antworten einigermaßen richtig sind. Ja, aber top, alles in Ordnung. Nicola Singer hat bestanden. Also leinen los für den Traumurlaub. Wenn es denn einer wird. Wir könnten eigentlich Born to be Wild anmachen oder sowas. Get your motor running. Die Familie aus Hochheim hat 14 Tage auf einem der mehr als 1000 Charterboote in Berlin und Brandenburg ergattert. Doch die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. In Tettow bei Berlin versorgt Tobias Zimmermann den rasch wachsenden Markt mit neuen Hausbooten. Vor 2 Jahren hat er seinen sicheren Job in der Automobilbranche aufgegeben und sich als Bootsbauer selbstständig gemacht. Seitdem boomt das Geschäft. Trotz Kosten von mindestens 160.000 Euro pro Boot. Reichen jetzt die Halterungen eigentlich? Habt ihr mal nachgeguckt? Sollten reichen, ja. Er hat den ganzen Schwung noch oben. Weil sonst muss ich Express nachbestellen. Express ist das Schlagwort in diesem Sommer. Das liegt vor allem an der Nachfrage der Verleiher, die ständig nachbestellen. Hatte mich im Februar angerufen und hatte gefragt, ob wir auch Boote bauen, die für die Verscharterung geeignet sind. Und da haben wir entschieden, okay, wir werden mal ein Boot entwerfen, das ein bisschen leichter ist, dadurch natürlich auch ein bisschen kostengünstiger und dadurch auch attraktiver für jemanden, der nur verschartern möchte. Der Druck auf den 42-Jährigen ist groß. Das Boot ist noch nicht fertig, vom Käufer aber bereits an Urlauber vermietet. Aber was ist denn, wenn jetzt einer von meinen Leuten Corona kriegt und ich zusperren muss? Dann schaffen wir es nicht mehr. Oder auch eine normale Krankheit oder sich mal jemand den Knöchel verknackst. Wenn einer ausfällt, dann wird es schon eng, dann wird es schwierig. Also wir sind da wirklich jetzt absolut am Limit. In rund 3 Wochen soll das Charterboot geslippt, auf Deutsch zu Wasser gelassen werden. Die Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren, denn noch ist es ein Rohbau. Für die Bedürfnisse der Verleiher musste Zimmermann grundlegend neu denken. Denn Urlaub auf dem Hausboot ist vor allem ein Trend für Familien. Da kommt die Küche hin. Ja, hat eine Küchenzeile. Und ich finde es hier immer ganz nett, wenn du dann hier an einer Spüle stehst, obwohl ich mir persönlich immer nicht so für Spülen zuständig bin, kannst du auch einen Blick aufs Wasser. Ja? Kochstelle genauso. Wenn du was kochst, wenn du dir deine Eier früh machst oder wie auch immer, Spiegelei, hast du einen Blick aufs Wasser. Hier kommt ein Stockbett rein. Da haben wir die Fenster so angeordnet, dass du aus dem unteren Bett den Blick nach draußen genießen kannst und mal ein bisschen lüften kannst und dann auf der zweiten Ebene auch noch mal ein Fenster hast. Ja. In dem Bereich kommt nachher eine Couch. Die meisten Kunden, die wird hier auch so passieren, wird hier so eine Schlafcouch, also richtig mit einer Rollmatratze drin, dass man hier auch mal Gäste unterbringen kann. Das ist jetzt hier in Anführungsstrichen der Masterbedroom. Hier kommt ein 1,40er-Bett rein und dann haben wir hier auch schon unsere Technik. Boot ist quasi autark, was den Strom betrifft. Sag mal, von März bis Oktober kannst du mit dem Boot mit der normalen Sonneneinstrahlung wirtschaften. Hausboottouristen schätzen das einfache Leben auf dem Wasser. Doch eine Annehmlichkeit darf auch hier nicht fehlen. Rico, Attentat. Und zwar habe ich gestern vom Kunden das Verstärkungskabel für sein WLAN gekriegt. Die Bankkabel müssten hier noch durch die Wand geführt werden, so hoch wie möglich. Das bitte, bitte noch machen. Für die Verscharterung ist es doch tatsächlich so, dass das ein. Das ist ein Must-Have. Die Familien mit den Kiddies da, dann wollen sie ihre YouTube-Videos sehen oder was weiß ich nicht, irgendwelche Kinderserien. Die wollen ja ihre Ruhe haben. Die drücken ihr Tablet in der Hand und. Ja, kennt man noch. Also, kennst aus dem Bekanntenkreis. Mein Kind ist noch nicht so weit, aber du wirst dadurch, wenn du das nicht hast, weniger Buchungen haben, bin ich mir ziemlich sicher. Eine Begleiterscheinung der Corona-Krise macht Zimmermann zusehends zu schaffen. Weltweit wird Baumaterial immer knapper. Sagen Sie mal, ich weiß, es ist nervig, aber wie ist denn jetzt im Augenblick der Stand der Dinge, Stahlpreis? Wie Tendenzen noch steigen?
Hör auf hier, ich hab jetzt schon Schüttelfrost. Immer noch, ja? Dachte, das hat sich ein bisschen beruhigt. Nee, aber also ist noch keine Beruhigung in Aussicht, ne? Bräuchte das den Stahl so in, naja, roundabout 2 Monaten. Aber wenn Sie sagen, der Preis ist tendenziell noch steigend, dann würde ich jetzt doch schon den Stahl bestellen. Nicht nur der Stahl wird in der Corona-Krise knapp. Selbst einfache Bauteile wie Terrassendielen sind kaum noch zu bekommen. Das hat schon ganze Projekte zeitweilig zum Stillstand gebracht. War das so, dass wir die hinten schon verlegt hatten? Also man kann sagen, wirklich bis hier hatten wir die Terrassendiele schon fertig. Das war Restmaterial von einem anderen Boot, was übrig noch war. Ja, die haben andere Stärken. Wenn die ist zum Beispiel 3 mm stärker und dann, wir hatten ja unsere Ecken angepasst an die Höhe. Und das musste jetzt alles geändert werden. Der Mangel ist besonders ärgerlich, weil nicht nur das Charterbusiness boomt, auch die private Klientel wächst. Neben wohlhabenden Älteren möchten immer mehr junge Familien ein Hausboot, falls es eins zu kaufen gibt. Bis April nächsten Jahres kann Zimmermann keine neuen Aufträge annehmen. Und mit dem aktuellen ist er in Zeitverzug. Derzeit ist es so, dass wir mit der Auslieferung des Bootes schon ca. 14 Tage hinten nach sind. Und leider mussten auch schon Buchungen storniert werden, weil das Boot ja schon in der Verscharterung eingetragen ist. Aber jetzt haben wir einen Liefertermin festgezogen. Der sollte so in 3 Wochen sein. Stand jetzt, Stand heute, schaffen wir das. Mit viel Einsatz und Arrangement. Die Jungs wissen, die können jetzt keinen Urlaub machen. Ja, es ist alles so. Aber man kann es auch nicht übertreiben. Du kannst sie ja nicht ausbrennen lassen. Also funktioniert ja auch nicht. So kann auch ein Trend Probleme schaffen. Ob Zimmermann den Auslieferungstermin halten kann? Mitten in Hamburg liegt auf dem Eilbeck-Kanal ein 2-stöckiges Hausboot Deluxe, keine 10 Autominuten vom Hauptbahnhof entfernt. Auch die Besitzer, das Tierarzt-Ehepaar Bosso, profitieren vom Boom ums Boot. Die beiden vermieten ihr geräumiges Schiff an Besucher aus aller Welt. Hallo. So, die Gäste sind weg. Ja, das war ja eine Truppe. Oh ja, das stimmt. 8 Mann und noch 2 Damen dabei. Ja, genau. Ja, spaßige Nacht gewesen. Die Waschmaschine hattest du schon angeschmissen? Ja, dann gut. Dann an die Arbeit. Ja. Unter den Hausbooten gehört die Peisnitz zur Luxusklasse. 3 Sonnenterrassen mit zusammen 75 Quadratmetern. Das Obergeschoss mit überdachtem Umlauf und 33 Quadratmeter Wohnküche. Im Untergeschoss ein 26 Quadratmeter großer Salon mit Kamin, 2 Schlafzimmer, eine Kajüte mit Doppelstockbett und ein 11 Quadratmeter großes Wellnessbad. Heute ist mehr aufzuräumen als sonst. Also wenn 8 Leute da sind, dann ist es sowieso immer mehr. Das ist das eine. Aber wir hatten jetzt auch keine besonders ordentlichen Gäste. Das kann man jetzt nicht sagen. Unsere nächsten Gäste kommen auch bald. Deshalb müssen wir heute uns wirklich ziemlich beeilen, dass wir das fertig kriegen. Das sind Gäste, sehr liebe Gäste, die wir letztes Jahr zu Corona-Zeiten schon 2 Monate hier beherbergt haben. Regina? Ja? Was ist? Kannst du mal da Bettwäsche hier fürs Schlafzimmer rauslegen, dann kann ich das gleich beziehen. Ja, willst du erst eben da oben wischen? Ja. Hast du schon einen Eimer? Nee, ich habe noch keinen. Bin ich noch nicht zugekommen. 1.000 Euro kostet das Boot für ein Wochenende. Auf dem Schiff dürfen bis zu 8 Personen übernachten. Bei Feiern ist sogar Platz für 65. Die nächsten 3 Monate ist jeden Monat vielleicht 1 oder 2 Tage nicht vermietet. Das sorgt dafür, dass wir die sogenannten, bei uns nicht ganz beliebten, kurzen Wechsel haben. Dass wie heute eben auch morgens die Gäste abreisen und nachmittags die nächsten Gäste kommen. Was uns immer unter einen gewissen Zeitdruck setzt. Vor 6 Jahren sind die beiden zu Hausbootvermietern geworden und zu ihrem eigenen Reinigungspersonal. Wir hatten erst das Hausboot und dann entstand der Traum. Ich hatte beruflich einen großen Kongress in Hamburg veranstaltet. Und wie das alles vorbei war, dann war so ein bisschen Langeweile im Leben eingetreten. Da las ich einen Zeitungsartikel, dass Hamburg sich für Hausboote öffnen sollte. Ich bin nun Hamburger und habe zu meiner Frau gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie eine tolle Sache, in Hamburg ein Hausboot zu haben. Und nach einem halben Jahr haben wir die Peisnitz gefunden und dann für sehr kleines Geld erstehen können, weil sie mehr oder weniger nur ein Schiffskörper war und sonst nichts drin war. Als ich das erste Mal hier in dieses Boot gegangen bin, als es noch nicht fertig war, da habe ich mir schon überlegt, was daraus wohl werden soll. Also so wie das aussah, war das, ja,
gewöhnungsbedürftig. Während der Bauzeit waren wir häufiger auf dem Hausboot. Denn am Wochenende haben wir selbst gearbeitet und da Kaffee getrunken. Und da entflammte unsere Liebe zum Wohnen auf dem Wasser. Weil wir merkten, man kommt auf dem Hausboot so schnell runter, man beruhigt sich so schön. Und da entstand eigentlich erst der Traum, auf dem Hausboot auf Dauer zu wohnen. Dann mussten wir noch ein bisschen Geld verdienen und haben gedacht, gut, dann wird das unser Ruhestand. Im Moment habe ich noch eine Praxis in Niedersachsen, von daher ist das jetzt noch nicht möglich. Wir hatten einfach so die Überlegung, dass wir, wenn wir die Praxis als Ferienwohnung vermieten, dass wir dann die Chance haben, zwischendurch hier vielleicht auch mal etwas Zeit zu verbringen. Als Rentner möchten sie dauerhaft auf dem Boot leben. Die Vermietungen sollen diesen Traum finanziell realisierbar machen. Das Hausboot soll unser Ruhestand sein. Und solange, bis wir hier wohnen, muss es sich selbst am Leben erhalten. Das heißt, dass es uns in der Familienkasse nicht zusätzlich belastet. Und diesen Wunsch konnte es eigentlich von Anfang an erfüllen. Die Preise richten sich ein bisschen nach den Wochentagen. Am Wochenende ist das teurer. Dann ist das üblicherweise so ein Betrag um die 1.000 Euro inklusive sämtlicher Kosten und Steuern. Für 2 Nächte und 8 Personen. Nicht billig, aber das Paar hat auch eine Menge investiert. Man kann so im Groben sagen, dass wir für die Summe 2 Einfamilienhäuser hätten bauen können. Wobei der Grundstückskauf uns eben erspart geblieben ist. Dafür zahlen wir eine Pacht an die Stadt Hamburg. Also wir zahlen hier relativ wenig, finde ich. Ne? Es ist allemal eine 4-stellige Summe. Aber ich finde, es ist preiswert. Der eigentliche Unterhalt, wenn es gut gepflegt ist, hält sich in Grenzen, wenn man das Hausboot permanent pflegt. Und permanent putzt. Die Bossos sind gerade fertig, da kommen auch schon die nächsten Mieter. Freunde von Freunden, die letztes Jahr im Lockdown für einige Monate hier unterkamen. Hallo, hallo. Hallo Arthur, hallo Dean, hi. Na, das ist ja schön. Hallo. Hi. Ja, und die Peisnitz wartet auf euch, ne? Ja, genau. Und das Tretboot auch. Ja. Aber bevor wir die Boote ausprobieren, müssen wir erstmal unsere Sachen holen. Ja. Ja, ne? Ja. Hilfst du mir tragen? Okay, aber nur meine wichtigsten Sachen. Nur die wichtigsten Sachen, okay, schaffen wir. Ja, auf den letzten Drücker. Auf den letzten Drücker, das kannst du wohl sagen. Das war jetzt wirklich wir müssen hier wirklich im Haus noch saugen. Ja, ich habe da ein bisschen gewischt. Zumindest schon mal, dass da ein paar Sachen weg sind. Dass es nicht mehr so schlimm aussieht. Ja, aber es war jetzt doch mal Arbeit, ne? Vor Corona arbeiteten der Amerikaner Bo und die deutsche Marilena als Entwicklungshelfer in Nigeria. Durch die Pandemie sind sie in Hamburg gestrandet. So, wer schläft oben, wer schläft unten? Ich schlaf oben! Du willst unten schlafen? Ja. Oh, das ist praktisch. Sure? Dann müssen wir uns nicht streiten. Okay, na dann. Das Leben auf dem Hausboot gefiel der Familie so gut, dass sie ihre ehemalige Notunterkunft ein zweites Mal gemietet haben. Hier bleibe ich jetzt für immer. Wunderbar, ab jetzt fängt Urlaub an. Schon allein, wenn man hier rausguckt und alles ist grün und ich bin mitten in Hamburg. Nicht nur Bo und Marilena, auch der 7-jährige Dylan und der 6-jährige Arthur sind Fans des maritimen Lifestyles geworden. Dabei hatte die Familie vorher nie einen Gedanken an einen Urlaub auf dem Hausboot verschwendet. Ich war noch nie vorher auf dem Hausboot. Also ich habe es immer mal gesehen und fand das so ganz spannend, wie das aussah. Aber ich habe mir das gar nicht überlegt, dass man das als Urlaub machen könnte. Man hat die ganzen Vorzüge der Stadt, aber an sich sind wir ganz glücklich, einfach nur mit dem kleinen Bötchen hier herumzufahren und den anderen Leuten bei Paddleboard lernen zuzugucken. Am schönsten sind die, die es nicht so gut können. Rumschippern kann die Familie mit diesem Boot nicht. Die Peisnitz hat keinen Motor. Das ist bei den meisten Urlaubsbooten anders. Auf der brandenburgischen Havel macht Familie Singer ihre ersten Fahrversuche mit dem gecharterten Hausboot. 14 Tage verbringen sie erstmalig auf dem Wasser. Da hinten kommen die Bojen und da vorne kommen so ein paar Stecken, da darfst du das ein Reusen, da darfst du auf keinen Fall durch. Siehst du, da ist die rote. Ja, ich sehe. Da müssen wir links dran vorbei. Wir machen uns gerade bekannt und ich gucke, wie reagiert was, wie stark. So irgendwie so ein Eingrooven, so ein gemeinsames ist das. Fahr nicht so nicht auf. Den Satz kenne ich aus dem Autofahren. Deswegen fahre ich schon nebendran, weil
Wo waren denn die Bojen, wo ich da vorbeifahren soll? Da ist die rote. Oh. Da sag ich jetzt gar nichts dazu. Das grüne Hausboot von Freunden ankert schon in einer Bucht. Nach 5 Kilometern und einer Stunde Fahrzeit schaffen auch die Singers das Etappenziel. Wie gehen wir dran, Schatz? Jawohl, jawohl. So, jetzt mach wieder anders. Cool. Genau, und schmeißt es denen mal rüber. Martin? Cool. Ja, ja, nicht, dass der Martin uns dazwischenfällt. Gut, genau. Ja. Leerlauf, Leerlauf. Ja, 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 es ist im Leerlauf. Tada! Sehr geil. Mischen den Booten ist verboten, okay? Die Erwachsenen sind erleichtert und die Kinder freuen sich auf das erste Bad in der Havel. Jetzt fängt der Urlaub an. Jetzt fängt der Urlaub an. Genau. Ja. Jetzt sind wir. Bitte? Die ziehen das gehört jetzt auch zum Urlaub. Die ziehen sich jetzt um. 5 Personen, 14 Tage auf 27 Quadratmetern. Das muss man aushalten können. Es gibt immer mal Auseinandersetzungen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, sage ich dazu. Zu Hause haben wir Wert darauf gelegt, dass jeder sein eigenes Zimmer hat von den dreien, was auch wirklich gut ist. Ja, und jetzt ist das ein Experiment. Ja, lässt doch einfach los. Ich hätte jetzt gedacht, du hältst das Ding fest, damit es nicht wegschwimmt. Nach 6 Stunden auf dem Boot ist die Hochheimer Familie reif für eine Abkühlung. Im Wasser zu sein, frisch, erholt, ruhig. Der Urlaub hat jetzt richtig begonnen. Ist richtig super. 1.400 Euro pro Woche zahlt die 5-köpfige Familie für die schwimmende Unterkunft. Ohne Verpflegung, versteht sich. Dafür steht eine Pantry-Küche bereit. Will irgendjemand keine warmen Würstchen? Ja. Ich will warm. Will überhaupt wer? Andi, du isst immer nur ein. Ich mach einfach mal 6 warm. Nein, das ist zu viel. 4? 4, ich mach 4, komm. Müssen wir schauen. Zum ersten Mal wird der Gaskochfeld angemacht. 5. So. Der Rest kannst du. Ja, warte doch mal. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ist das Gas an? Den muss man schon. Ah, cool. So. Hey. Ich finde mal, kochen mache ich gerne. Also hier ist natürlich jetzt nichts zu backen oder sowas. Man muss halt die Gerichte jetzt darauf auslegen. Aber wir essen eh gerne auch viel Rohkost und Salate und so. Und das kann man ja schon hier machen. Also die Mama und ich essen viel Salate und Rohkost. Und aha, also nur du, mein Schatz. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da kommt man mit aus im Urlaub. Es gibt ja auch noch eine Pfanne, man kann also verschiedene Pfannengerichte machen. 2 Brenner, funktioniert für mich. Kühlschrank könnte vielleicht ein bisschen größer sein, aber... Die Singers sind glücklich mit ihrer Entscheidung. Aber noch liegen 13 Tage Urlaub auf engem Raum vor ihnen.